Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, zu unserer Live-Übertragung vom Petersplatz in Rom. Zusammen mit Papst Franziskus beten wir den Engel des Herrn, das Angelusgebet, wie er das jeden Sonntag macht, wenn er nicht gerade auf Reisen ist. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan Kempis von Radio Vatikan, Vatican News. Und mein besonders herzlicher Gruß geht natürlich an alle, die uns zugeschaltet sind, etwa KTV, EWTN, TV oder aber unsere Freundinnen und Freunde von Radio Horeb in Balderschwang. Übersät mit Regenschirmen ist der Petersplatz heute, denn es regnet in Strömen. Das ist der erste hässliche Tag hier in Rom. Der Sommer ist leider vorbei, muss man sagen. Mich erinnern solche Bilder immer an die erste Deutschlandreise von Papst Johannes Paul II., die auch im November 1980 teilweise in strömendem Regen unterging. Ich kann mich noch daran erinnern. Und der Wojtyła-Papst sagte nach seiner Rückkehr dann mit einem Zitat aus dem Hohelied: Selbst mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Das finde ich immer ganz passend. Das kann man sich merken für solche Fälle. Ein Zitat aus dem Hohelied: Selbst mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Eine Minute noch, dann wird Papst Franziskus am Fenster des mittlerweile, muss man sagen, historischen, früheren Arbeitszimmers der Päpste erscheinen, um, wie schon seine Vorgänger, angefangen von Johannes dem 23., den Engel des Herrn zu beten. Vor dem Engel des Herrn hält der Papst zunächst eine Katechese in italienischer Sprache, die werde ich Ihnen ins Deutsche bringen. Hoffentlich macht er nicht zu viele Abweichungen vom vorgesehenen Text, sonst wird es auch für den Übersetzer schwierig. Dann kommt das Gebet des Engel des Herrn, der Segen des Papstes und noch einige Grüße an alle, die hier auf dem Petersplatz sind und die über Radio und Fernsehen draußen in der Welt zuhören und zuschauen. Vom Fenster des früheren päpstlichen Arbeitszimmers hängt ein Teppich herab, das markiert die Stelle, an der Papst Franziskus gleich das Wort ergreifen wird. Der Vorhang öffnet sich und der Papst erscheint am Fenster. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica. Das Gleichnis im heutigen Tagesevangelium hat zur Hauptfigur einen klugen und unehrlichen Verwalter, der beschuldigt wird, die Güter des Meisters verschwendet zu haben und der deswegen entlassen wird. In questa situazione difficile egli non recrimina. In dieser schwierigen Situation beschuldigt er niemanden und sucht keine Rechtfertigungen. Er lässt sich auch nicht entmutigen, sondern findet einen Weg, um eine friedliche Zukunft für sich zu sichern. Zuerst reagiert er mit Klarheit und erkennt seine eigenen Grenzen. Ich habe keine Kraft und zu betteln schäme ich mich. Dann handelt er gerissen und bestiehlt seinen Herrn zum letzten Mal. Tatsächlich ruft er die Schuldner und reduziert die Schulden, die sie gegenüber dem Dienstherrn haben, um sich mit ihnen anzufreunden und dann von ihnen belohnt zu werden. So macht man sich Freunde durch die Korruption. Man erwirbt sich Dankbarkeit durch Korruption, wie das leider heute auch eine Gewohnheit ist. Jesus präsentiert dieses Beispiel nicht als Aufforderung zur Unehrlichkeit, sondern zur Klugheit. Er sagt ja, der Meister lobte diesen unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Das heißt, mit dieser Mischung aus Intelligenz und List, die es einem erlaubt, schwierige Lagen zu überwinden.
Der Schlüssel zum Lesen dieser Geschichte liegt in der Einladung Jesu. Mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie dich dieser Reichtümer wegen in den ewigen Wohnungen willkommen heißen. Das ist ein bisschen durcheinander. Doch so wirkt es nur. Der unehrliche Reichtum, Geld, auch Teufelsmist genannt, das sind im Allgemeinen materielle Güter. Reichtum kann zum Bau von Mauern, zu Spaltungen und zu Diskriminierung führen. Im Gegensatz dazu lädt Jesus seine Jünger dazu ein, den Kurs zu ändern. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist eine Einladung, um zu wissen, wie man Reichtümer und Güter in Beziehungen verwandelt. Menschen nämlich sind mehr wert als Dinge. Sie zählen mehr als die Reichtümer. Nicht die bringen viele Frucht im Leben, die viel Reichtümer haben, sondern die, die viele Bande knüpfen, viele Beziehungen, viele Freundschaften, auch durch die verschiedenen Reichtümer, das heißt durch die verschiedenen Gaben, mit denen Gott sie ausgestattet hat. Aber Jesus zeigt auch den letztendlichen Zweck seiner Ermahnung. Macht euch Freunde mit dem Reichtum, damit sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Wenn wir in der Lage sind, Reichtum in Mittel zur Brüderlichkeit und Solidarität zu verwandeln, dann wird uns Gott im Himmel willkommen heißen, aber auch die, mit denen wir geteilt haben, indem wir gut verwaltet haben, was der Herr in unsere Hände gelegt hat. Brüder und Schwestern, dieses Evangelium lässt uns die Frage des unehrlichen Verwalters hören. Was werde ich jetzt tun? Angesichts unserer Mängel und Misserfolge versichert uns Jesus, dass es immer recht ist, das Böse mit dem Guten zu heilen. Mögen die, die Tränen verursachen, jemanden glücklich machen. Mögen die, die den Bedürftigen übermäßig Dinge weggenommen haben, das wieder gut machen. Dann werden wir vom Herrn gelobt werden, weil wir klug gehandelt haben. Das heißt, mit der Weisheit derer, die sich als Kinder Gottes erkennen und sich für das Himmelreich selbst aufs Spiel setzen. Möge die heilige Jungfrau uns helfen, klug zu sein und nicht weltlichen Erfolg, sondern ewiges Leben zu sichern, damit im Moment des Gerichts die Bedürftigen, denen wir geholfen haben, bezeugen können, dass wir in ihnen den Herrn gesehen und ihm gedient haben. Abbiamo visto e servito il Signore. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concebit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Come sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nach dem Gebet des Engel des Herrn noch einige Grüße des Papstes. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi. Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle Römer und Pilger aus verschiedenen Ländern. Vor allem grüße ich die Teilnehmer der Via Pacis. Das ist ein Lauf, der heute Morgen durch die Straßen Roms führte, als Botschaft des Friedens, der Brüderlichkeit und vor allem des Dialogs zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Saluto il gruppo della missione cattolica polacca in Germania. Weitere Grüße gehen unter anderem an die polnische katholische Mission in Deutschland. San Leonardo di Procida. I ragazzi Cresimandi de Settimello, Firenze. E le suore del bel amore che ricordano il 25esimo di fondazione. Domenica prossima. Am nächsten Sonntag, 29. September, findet der Welttag der Migranten und Flüchtlinge statt. Aus diesem Anlass werde ich hier auf dem Petersplatz die Messe feiern. Ich lade Sie ein, an dieser Feier teilzunehmen, um im Gebet unsere Nähe zu Migranten und Flüchtlingen aus der ganzen Welt zum Ausdruck zu bringen. Ihnen allen schönen Sonntag. Bitte beten Sie für mich. Gutes Mittagessen und auf Wiedersehen. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Das war die Ansprache von Papst Franziskus beim Gebet des Engel des Herrn hier am Petersplatz. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan, Vatican News. Kleiner Hinweis, wir haben einen aktuellen Newsletter jeden Tag, den Sie kostenlos, gratis bei uns bekommen können. Schauen Sie doch mal nach auf der Homepage von Vatican News. Ihnen allen einen gesegneten, schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.